Hallo Leute, ich habe am Mittwoch, den 1.8. mit meinen Freunden Ant-Man and the Wasp im Kino gesehen. Also mache ich in diesem Video ein Review zu dem Film. Nur zur Info, das ist eine Spoiler-Review. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte tut es und kommt dann wieder zu diesem Video. Genug geredet, fangen wir direkt an. Meine erste Kategorie ist, was gefiel mir und was nicht. Fangen wir mit der Frage, was gefiel mir an. Bei diesem Film habe ich wie in keinem anderen MCU-Film gelacht ohne Ende. Besonders die Szenen mit Luis und seinen zwei Freunden gefielen mir sehr. Ab und zu gab es noch Witze von Scott, Hope und auch Hank, die sehr amüsant waren. Noch was mir gefallen hat, war die Verbindung zwischen Scott Lang und seiner Tochter Cassie. Die Szenen, wo sie zusammen gespielt haben und über Scotts Ant-Man-Leben gesprochen haben, waren sehr schön und auch berührend. Auch Abby Ryder Fortson als Cassie Lang war einfach nur perfekt. Als letztes gefiel mir noch, dass es in diesem Film viel mehr Schrumpfen und Vergrößern gab. Die Szenen, wo Wasp den Hello Kitty Pass vergrößert hat und wo sie den Salzbehälter auch vergrößert hat, waren sehr witzig. Was auch witzig war, war die Hot Wheels Sammlung von Hank, die er jederzeit vergrößern kann. Jetzt komme ich zu den Sachen, die mir nicht gefielen. Die Shuriken Ghost. Sie war einfach nicht so spektakulär. Es gab nicht so viele Szenen, wo Ghost gegen Scott und Hope kämpft. Und wenn sie es getan hat, dann leider für eine nicht so lange Zeit. Am Ende des Filmes habe ich nicht so richtig verstanden, was mit ihr passiert. Lebt sie jetzt mit Bill Foster zusammen? Wird sie verhaftet? Hat sie sich auch in Staub aufgelöst? Glaube ich nicht, könnte aber immer noch sein. Man hat es einfach nicht erfahren. Das zweite, was mir nicht gefiel, dass es zu wenig Bill Foster gab. In den Comics war Bill Foster der Held Goliath und konnte sich auch vergrößern, wie Giant Man. Ich weiß, dass Scott und Bill darüber unterhalten haben, wie groß sie wurden. Bill 6,5 Meter und Scott 20 Meter. Aber ich wollte vielleicht ein Bild vom Kostüm sehen. Oder vielleicht Geschichten von den Zeiten, als Bill jung war und als Goliath die Stadt beschützte. Oder auch Zeitungsartikel. Ich wollte einfach mehr von Goliath sehen, also Easter Eggs oder Anspielungen. Meine zweite Kategorie, die Geschichte. In sich war die Geschichte sehr gut. Der Hauptpunkt war es, Hanks Frau Janet Van Dyne aus der Quantenebene zu befreien. Aber um dahin zu kommen, müssen Hank, Hope und Scott die Teile besorgen, ab und zu gegen Ghost und Sunny Birch kämpfen und auch vom FBI fliehen. Aber am Ende schaffen sie es. Sie retten Janet, Ghost wird von ihr geheilt und Scott hat keinen Hausarrest mehr. Eigentlich ein Happy End. Aber da kommt dann meine letzte Kategorie, die Mid-Credit-Szene. In der Mid-Credit-Szene sehen wir, dass Scott in die Quantenebene muss, um Quantenenergie zu sammeln, sodass Ghost komplett geheilt werden kann. Also geht Scott wieder in die Quantenebene, sammelt Energie und will eine Extraktion. Also er will, dass er sozusagen rausgezogen wird. Aber in der Zeit lösen sich Hope, Hank und Janet in Staub. Und warum? Weil Thanos ja in Infinity War seine Finger geschnippt hat und das halbe Universum ausgelöscht wird. Was wird jetzt mit den drei passieren? Was ist mit Ant-Man? Zu diesen Fragen mache ich noch ein Video, keine Sorge. Aber bis wir die Fragen offiziell beantwortet haben, müssen die Fans bis Avengers 4 warten. Das war's, meine Spoiler-Review zu Ant-Man and the Wasp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.